Herzlich willkommen zu einer neuen Folge It's Zoo Time. Mein Name ist Stefan und wie ihr schon seht, sind wir heute bei unseren Flachland-Tapiren. Einige von euch hatten sich ja in den Kommentaren gewünscht, dass wir mal zu unseren großen Tapiren gehen. Der Flachland-Tapir ist tatsächlich das größte Säugetier, was man im südamerikanischen Regenwald finden kann. Sie bewohnen vor allem die Regenwälder im Tiefland, aber auch feuchte Buschwälder, Sümpfe und feuchte Savannengebiete. Lange Zeit hat man gedacht, Tapire wären mit Schweinen verwandt, aufgrund ihrer üppigen Körperform. Allerdings ist das ein Trugschluss. Tapire gehören zu den Unterufern. Das heißt, sie sind eigentlich viel mehr mit Nashörnern und Pferden verwandt. Wenn man sich mal ihre Füße anguckt, sieht man an jedem Fuß 3 einzelne Hufe, eine unpaare Anzahl und damit ein Beweis dafür, dass es Unpaarhufer sind. Ein typisches Merkmal der Tapire ist ihr kleiner Rüssel. Dabei handelt es sich um die Nase der Tapire, die mit der Oberlippe zusammengewachsen ist, wodurch dieser kleine Rüssel entsteht. Anders als beim Elefanten ist der Rüssel der Tapire aber wirklich bloß zum Riechen da und vielleicht etwas, um das Futter zu manipulieren. Allerdings können die damit nicht zugreifen oder Sachen irgendwo abreißen. Hier haben wir unser Tapir-Jungtier Hinti. Er ist letztes Jahr im September geboren, also jetzt ein gutes halbes Jahr alt. Typische junge Tapire ist, dass sie mit einer weißen Querstreifung geboren werden. Diese soll das Jungtier vor potenziellen Beutegreifern schützen. Wenn das Licht durch das dichte Blätterdach des Regenwalds fällt, wechselt sich immer hell und dunkel ab. Und genau dieser Lichteffekt soll die Streifung des jungen Tapirs nachahmen, um ihn eben vor potenziellen Beutegreifern zu schützen. Mit etwa einem halben Jahr fangen die Streifen an zu verschwinden, was man bei Hinti auch schon ganz gut sehen kann. Wir halten bei uns im Zoo Tapire, weil sie auf der roten Liste als gefährdet eingestuft sind. Die Lebensformen, die Regenwälder werden zerstört und tatsächlich wird er auch gejagt, um sein Fleisch zu fressen oder aus seiner Haut Leder herzustellen. Das war unsere heutige Folge von Zoo Time. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ihr könnt uns auch dieses Mal wieder in den Kommentaren verraten, welches Tier ich als nächstes für euch besuchen soll. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.